Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind jetzt dabei, die letzte Schicht auf dieser Seite aufzufüllen. Dann haben wir das auch endlich geschafft. Dann können wir anfangen, hier lang die letzte Hauptschicht aufzutragen. Wird hier dann halt hoffentlich alles nach und nach abgetragen wird. Und irgendwann muss ich halt gucken, dass ich die Treppen anders setze. Aber jetzt erst einmal hier auffüllen. Also ich war gerade beim Überlegen. Und ja, ich gucke erstmal, dass hier das aufgefüllt wird, damit wir dann hier in die volle Breite gehen und auffüllen können. Ihr baut hier fleißig ab, haut schon wieder hier unten Zeug weg. Oh, Hydra, du kommst mal brav her und sammelst hier Steine auf. So. Volle Länge, volle Breite können wir jetzt hier gehen. Können aber auch, denke ich mal, sicherlich nicht das machen, auch nicht das machen. Hallo, ich will ziehen, nicht verschieben. Herrje. Das war jetzt zu viel. Okay, das ist jetzt richtig soweit. Das wiederum nicht.
machen wir es halt so. Schnappen uns zwei hier. Damit sie die Ecke da auffüllen. Werde ich den Rest hier füllen lassen. Wieder komplett durcheinander, aber ist egal. Hauptsache, es geht irgendwie voran. Also ja, erhöhen können wir auf jeden Fall. Das wäre halt dann hier der Anfang. Wobei, wir können sogar noch etwas rübergehen dann. Ja, alles kein Problem. Das sah gerade interessant aus. Er hat nämlich in die andere Richtung geguckt und hat das Loch hinter sich gefüllt. Hier bin ich mal gespannt, was passieren wird. Die Treppe nehmen ist ja richtig schwierig, scheinbar mal wieder. Und ja, hier die Abstufung sieht auch interessant aus. Und natürlich wieder hier hoch, weil das ist ja der direktere Weg. Du auch? Ja, du auch. Hopp. So, wir haben irgendeinen hier, der beim Fletten statt am Quarry arbeitet. Mal gucken, wer es ist. Bis jetzt scheinbar niemand, habe ich aus Versehen einen zum Flatten abkommandiert. Habe ich aber aus Versehen verweisen. Ach ja, und den Tunnel, den kann ich erstmal fick machen. Wenn wir ihn dann irgendwann mal brauchen sollten, können wir ihn ja immer noch. So kann man natürlich auch den direkten Weg nehmen.
Okay, hier ist schon mal gefüllt, das ist gut. Ja, müssen wir echt beobachten, was hier draus wird. Oh, er fängt an wegzuhauen. Gut. Weil ja, die Physik in dem Spiel ist leider auch ein Mysterium für sich, muss ich sagen. So, bei dem da gucken wir mal. Aber dann wegfällt, wenn der Sch wegfällt. Selbiges geht natürlich für hier drüben. Wie gesagt, die Physik ist manchmal sehr seltsam. Ich meine, die Treppe ist uns weg, bricht uns immer weg, aber der bleibt da jetzt fliegen. So, machen wir es mal so. Richten gleich ein neues Flatten. Hier. Das war zu viel des Guten. Ja, das reicht. Noch ein zweiter? Nein. Gut. Und sobald wir dann wieder an der Stelle ankommen, wo sie mit halben Säcken zurücklaufen, werde ich sie zu dem Flatten da verschieben. Ja, ich finde, sie hätten wirklich Rise und Lower in zwei verschiedene Tasks aufteilen können. Das würde das Ganze so viel angenehmer machen. Oder dass man Rise Only und Lower Only, dass man solche Optionen hat. Aber ja, so ist halt die Arbeit etwas umständlicher. Hat mal ein bisschen mehr zu tun im Kreativmodus, also im Sandbox-Modus. Im Invasion- oder Conquest-Modus sollte man eh vermeiden, sowas zu machen.
Warum ist da schon ein Loch? Da einsammeln, bitte. So. Hier klappt noch alles größtenteils beim Auffüllen. Hier ist noch keiner am Zurückrennen. Hier hauen sie schon Löcher in die nächste Ebene, obwohl die Ebene noch nicht ganz abgebaut ist. Leute, was soll denn das? Jetzt muss man weiß, die Sauerei, die ihr da verursacht habt, wegmachen. Schämt ihr euch nicht? Haben wir eigentlich zwei hohe Weisen oder kommt mir das nur so vor? Ne, ich glaube, ich habe hohe Weisen vom Flatten zum Quaritz rübergeschickt. Ja. So, jetzt sollte es dann langsam losgehen, oder? So, hier kommen wir gut hin. Ernsthaft, ich passe einmal nicht auf. Ihr macht schon wieder so eine Sauerei. Da fehlen sogar Steine. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das hier jetzt schwebt, während Treppen wegbrechen. Auf der anderen Seite die ganze Insel schwebt, ja, so gesehen. Was ich übrigens immer noch drüber unterhalten, wobei die Spiegelung sagt, dass da unten alles Wasser ist. Könnte aber auch einfach nur ein blauer Planet sein, der übelst spiegelt. Andererseits, wo kommen da die ganzen Wolken her, wenn das nicht alles Wasser ist da unten?
Bringt mich übrigens zur größten Off-Topic-Frage in diesem Spiel. Ist das Salz oder Süßwasser? Postet mir eure Meinung.